Simon, hast du ein geiles Arschloch heute? Ich habe ein total geil sauberes Arschloch. Du hast schon vorhin gesagt, du hast so den Engel reingeschossen. Ja, aber ich mache ja immer Feuchttuch. Schön Ding, Zeber. Mhm. Bisschen anfeuchten in der Wasser und dann. Ja, was machst du, wenn du so einen Wasserhahn hast? Wie feuchtest du dann an? Tue ich draufspucken, ja. Habe ich keinen Speichel, beiße ich mir hinten auf die Zunge, dann bildet sich Speichel und spuck drauf. Ah, okay, sehr gut. Das ist ein guter Trick. Sehr gut. Kleine Tipps nur, ne? Also, falls ihr mehr Tipps wollt. Lifehacks. Also, ja. bis zur ersten Hälfte fand ich es erotisch und geil und ab der zweiten Hälfte fand ich es einfach nur noch eigenartig. Jeder hat seinen eigenen Lifehack. Was ist zum Beispiel deiner? Mein Lifehack? Soll ich euch... Okay, ich hab einen Lifehack. Ja. Und wehe, den fühlt einer von euch nicht. Aber ich bin zum Beispiel so ein Mensch, wenn ich kacken gehe, ich zieh mein T-Shirt aus. Also for real, wenn du frisch duschen warst, ne? Ja. Und dir die Eier kraulst und dann nimmst du so eine Nase und dann denkst du dir so, Maschallah, einfach Ei riecht richtig gut nach frisch geduscht. Das ist korrekt, das ist was und Feines. Nach dem Sport riecht auch jeder dran, oder? Ja, aber dann ist eklig, Bruder. Du riechst öfters an deine Eier. Ja, die riechen gut heute. Bei Simon gibt es ja auch so 15 verschiedene Eiregionen, die da eins muss ich kurz anmerken, weil alle immer sagen so, bei euch ist kein Battle, aber die nur um die Zeit voll zu bekommen, wir machen eine SBB, da kriegst du mir so easy voll. Ja, aber weil wir... Wie viel Zone haben da, Eier, so. Digga? Ja, ich hab überall deinen Teppanyaki, ich hab verschiedene Zonen. Kannst du dir Schalte dann? Vier Zonen mit Geruchssensor. Simon, Junge! Was geht denn damit? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer-Bruder. Und ich bin heute nicht alleine. Ihr habt sie wahrscheinlich schon in dem 6-Minuten-Intro gesehen, wo wir über Hodensäcke und Kack-Gewohnheiten gesprochen haben. Hallo Tizi Schubert, moin moin. Hi, jetzt haben wir nur gemacht, weil du gesagt hast, wir wollen nicht lang Gameplay oder sonst irgendwas zeigen. Wir bauen Teams und stoßen direkt ab, dann sind wir bei 10 Minuten umgelabert. Passt, ne? Passt so, ne? Perfekt. Vor allem haben wir gerade gesehen, dass unseren Malora-Burgsteller einfach 5 Sterne schwacher Fuß hat. Was ist denn mit der Maschine los? Ja, das ist eine, Digga, das ist eine Maschine. Wir haben heute Guido the Goat Burgstaller am Start fürs SBB. Und mit Push-Karte, Digga, das ist eine Metakarte. 77 Beweglichkeit, 76 Balance, 5 Sterne, Refoot. Meine Freunde der Sonne. Es ist eine Maschine. Bei den Teasys haben wir auch eine Folge aufgenommen. Für Guido the Goat Burgstaller möchte ich Trikot Nummer 19. 19.999 Likes. Auf den Punkt genau. Für Guido the Goat Burgstaller. Also schallert rein oder Guido schallert euch. Auch einen rein, ne? Ich würde sagen, wir starten rein. Ich spiele 4-3 die dritte und ich habe schon aufgeschrieben, weil ich es einfach kann. Weil du eine Maschine bist. Oder fangen wir aber mal an. Komm, wir gehen hier auf Ölöf. Auf Ölöf. Da steht einer, der macht so einen Ausdruck, wie du nach dem Kacken, wenn du dein T-Shirt ausziehst. Der weint nämlich, wenn es mal wieder ein bisschen schmerzhaft war. Mbappé steht links. Rechts ist einer, der dir gerade beim Kacken zuguckt, wenn du dein T-Shirt ausziehst. Laut dem Bild, ein guter Sancho. Ich habe Serge Gnabry und Diaby. Läuft der Laden. Halt niemand rein, ne? Schade. Abfahrt. Okay. Ja, halt mal rein. Ich spiele im rechten Sturm Kamada. Und auf der 10 Marco Reus. Wir haben Harit, dein LAN-Kabelfreund. Und CR7. Aufgeschrieben. Ich dachte, du machst Maschine, let's go. Nee. Oh, wichtig. Okay. So. Gut, dann machen wir Mittelfeld, ne? Wir muten dich. So. Freunde, Mittelfeld, ich halt rein, ich snipe sie alle drei. Okay, links haben wir eine Ikone aufgeschrieben, sondern hingestellt. Es ist Emmanuel Petit. In der Mitte steht ein Florian Kainz und rechts steht ein Kimmich. Nein. Ich hab Sabitzer, Serda und Tavernier. Aber ich zeig da mal, wie man alle drei wegdonnert. Hopp, let's go. Vorne ist drin, farblich, wow. Bruder, brutal. Bisschen spiegele, bisschen. Okay. So ist das. Ich geh schon ein kleines Tipp-Tool da vorne. Ich habe im rechten ZM die Legende, The Goat, Thomas Müller. Voll Bundesliga oder was bei dir? Im linken ZM, Nkunku. Und jetzt bin ich aus meinem Team rausgegangen, weil ich gefettfingert habe. Und auf ZDM habe ich auch eine Icon. Nein. PT auch. Ach so, den. Aber dann, wir haben's gerade. Wo ist denn der Bro? Digga, wenn du so einmal falsch tippst, ne, dann bumm ich dir die Fresse rein, das ist gerade so. Da ist doch gar nichts! Darf ich die behalten oder nicht? Da, hallo! Alter. Ja. Darf ich behalten? Ja, darf ich alles behalten. Wir haben hier gerade Tippprobleme. Das hast du aufgeschrieben. Kainz, Serra und Nakata. Und der so. Ehrenmann, dass du mit Nakata gehst, ganz ehrlich. Digga, der Wichser. Köö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 
Delaney heißt er, ne? Delaney. Und diese SBC-Karte, ne? Rechts steht Benjamin Pavard. Ich hab Odrio Sola und Mondi. Lecker, Mondi, schmecker. Franzose, das ist noch so schlecht. Komm, wir haben das drin. Auf der linken Verteidigerposition spiele ich Clichy. Und auf der rechten Verteidigerposition Cavachal. Digga, was ist denn deine Mission eigentlich? Wir haben Costa und Hernandez. Costa weiß gar nichts. Was ist deine Mission, Costa weiß gar nichts. Okay, dann Last Positions, was, ne? Was macht der? Ist der behindert? Halt du erstmal rein, genau. Ich hab was Exotisches gemacht. Okay, links bei uns steht Opara. Rechts steht bei uns Robinson. Und im Tor steht der gute Hamid. Ich hab alle drei! Let's go! Oh mein Gott, Bruder! Was ein Snipe! Halsmaul! Niemals. Digga, ich bin der beste SBB-Mensch aller Zeiten. Niemals. Doch. Niemals. Ich schick dir ein Foto. Ich ruf dich fest an. Schick dir jetzt ein Foto. Jetzt sofort ruf dich fest an. Ja, mach. Ruf an. Geh sofort ran. Halt Maul, Alter. Oh, da kommt Bronzestürmer ins Tor. Gib ihm. Halt dein Maul. Ganz schock. Was? Warum ich? Das wird auch schwierig. Könnte auch was haben. Ich gehe in der rechten Innenverteidigung. Warum wird der mir nicht angezeigt? So. In der rechten Innenverteidigung gehe ich mit Piqué. In der linken Innenverteidigung gehe ich mit Legeschnürschuh. Wo haben wir ihn? Konaté. Und im Tor gehe ich mit Areola. Kannst alle behalten. Wir haben Eder Militao Ramos aufgeschrieben, Testegen. Fuck. Ey, was war das für ein Glück, Alter? Ich hab dir einfach random aufgeschrieben, weil ich hab so geguckt, oh, was könnte man spielen? Und dann dachte ich mir so, ja, komm. Oh, so. Wow. Wir gehen rein. Der Guido, Alter. Alter. Oh, was eine Maschine. Guido! Was ist das für eine Maschine, Alter? Der hat Bock, der Junge. Was soll ich da machen, Digga? Ja, was soll ich da machen? Mit wem soll ich da dran? Vor allem, wie ging der Ball wieder ab? Fünf deine schwache Fuß, reißt du mir zusammen? Ja, das ist immer, wenn der Spieler kommt, die kommen Bänder, dann kommt anders da. Reiß dich mal um Riebe. Los, geh mal halblang, ich schicke auf Paypal, Digga. Guck, was macht denn der Verteidiger da hinten? Bugi! Jawohl! Was macht Abseits? Abseits. Bugi ist so absolut wie ein Ramadan. Da! Geiz, Junge! Junge, ich brauch! Geh mal schwimmen, Junge! Was ist denn eingeflogen? Hat er abgeflogen? Ich weiß auch. Digga, ich brauch meine scheiß Ding hier, bitte! Keins, das ist der Kapitän, den wir brauchen. Ey, gar nicht, Schiedsrichter! Scheiß ab, Doktor! Guido, Digga, mach bei dem das ganze Spiel, ne? Und Tor. Ist er da? Hahaha, wuh! Let's go! Ja, der Helle braucht gar nichts, der ist 1,90. 1,89 ist der groß. Da erwarte ich auch mal, dass er zum Ball geht. Oi! Abseits. Guido! Boah. Aber den hätte er gut genetzt, ne? Also der Guido macht schon Alarm, ey. Digga, ist Guido vertragsfrei? Also können wir den zum Stuttgart holen, oder? Ah, der hat noch 2 Jahre, sorry, Bro. Was macht eigentlich unser PT? Der soll doch in die Verteidigung absinken. Oh! Da bist du doch Panzer! Digga! Das ist das, was wir hier wollen. Nein! Nein! Ja! Ich hab noch hinne gehalten, ich trottel. Ich hab noch hinne Speed-Tast gehalten. Lauf! Guido! Ich hab hinne zu schnell gehalten. Du warst doch ganz nervös daneben dran. Guido! Oh nein. Guido Burschala! Burschala! Guido Burschala! La. Ach scheiße, ich bin so schlecht. Diese dummen Abseitsfallen. Zum Glück ist der lost und choked. Ja! Das gibt's doch gar nicht. Areola! Ich spiel aber auch eine Scheiße da in der Rücke. Naja, die Mannschaft ist schuld. Heißt du David Wagner oder was? Das ist der scheiß Name, Alter. Dieser Drecks Malora. Oh! Digga. Ich bin ehrlich noch. Guido! Guido Burschala! Guido Burschala! 4. Minute, Alter, Digga. Aha. Und ich kann nichts machen! Sag Maschala einfach, Dibs. Der Benjamin. Gar nichts. Der ist komplett überbewertet. Wie kann man so schlechte Abseitsfallen machen wie ich? Wie geht das? Trotzdem kriegt man kein Tor rein. Ja, das ist gut. Das ist positiv. Diesen Broski, dem habe ich damals eine Banane ins Handtuch geschmissen.
vom Tor. Banzer! Ich hasse sie. Handklar, ich bitte, wie er ihn wegklatscht, Alter. Ja. Bopp! Oh, Bogi bei der Ecke. Guido! Oh nein. Panzer! Jawoll, Guido! Viertes Ding für ihn. Ist das eine Maschine? Panzer, komm, für die Galerie. Oh nein! Panzer! Das ist wild. Das ist wirklich wild. Panzer! Das ist wirklich ganz wild. Oh Mann. Da steht er einfach nur da. Let's go. Er steht einfach nur da. Ja! Was? Nicht belastet. Panzer zieht die Handschuhe aus. Hat einige gut rausgeholt. Okay. Ich hätte gerne als allererstes schon mal den Torwart. Yep. Hat er nicht verdient. 6 Stück habe ich, also noch 5. Da hätte ich gerne beide Flügelstürmer und alle 3 ZMs. Alle stark gesaved, Digga! Was? Ich habe noch gut gesaved. Die 3 ZMs? Ja, gut. Ja. Digga! Das hätte viel, viel schlimmer kommen können. Ja. Viel, viel schlimmer kommen können. Okay, aber das eine tut aber auch weh. Ja, aber wir haben. Sancho ist auch dabei, ist drin geblieben. Mbappé ist drin geblieben. Kimmich ist drin geblieben. Pavard ist drin geblieben. Diese Ligenkarte ist drin geblieben. Rausgeflogen ist Kainz. Nia KT, der Bronzemann. Petit 90 ist mies. Okay. Banzer ist raus. Oha. Pellmatt, der Bronzemann ist raus. Und Burgstaller ist raus. Oha! Burgi, es ist gut. Burgi, erlasse ich euch. Ich will nicht, dass ihr den abstößt. Lass den Burgi leben. Okay, also die Bronzekarten vom Eichstab. Ja. Ich schmeiß du alle Diskarten, Digga. Ja, ja. Ach, Mann. Ich hätte gern, war es Sancho Tots? Das war Sancho Tots, ja. Ja, immerhin die Icon ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Burgi hat performt bei mir. Ey, wir sind richtig Mann. Gut, Digga. Für 6 Picks sind wir richtig, weil du noch überlegst, ich hätte noch Petit hier raus hingestellt, dann wäre der weg gewesen. Aber ansonsten kann man echt mit leben. Willst du mir so einen Vorwurf machen oder was? Ich habe gerade sämtliche Leute den Arsch gerettet, Digga. Hey, Digga, bei 6 Discards nur Petit, das geht halt eigentlich ehrlich voll fit. Also was ist das eigentlich voll krass? Fit, vor allem eigentlich, sag mal ehrlich, juckt ihr euch? Ihr habt den aus einer Prime-Icon SBC. Juckt ihr euch? Nein. Ja, Sancho wäre Hatter gewesen. Sancho. Ich hab 600k gesaved. Rote Kimmich wäre auch hart gewesen, ne? Ich hab sie gesaved, Digga. Wow. Gibt nicht mehr viel zu sagen. Ich fühle mich scheiße. Ich bin raus. Ciao, ciao. Ich hätte auch noch einen Schuh. Ciao.